Olympische Spiele. Nach der Schmach von Sochi nun der grandiose Triumph. Was für ein verrücktes Finale. Die deutschen Athleten haben bei den Olympischen Spielen Gold im Zweierbob geholt. Auch die Kanadier gewinnen zeitgleich Gold. Der siebenmalige Weltmeister Franziszko Friedrich hat die medaillenlose Pleite der deutschen Bobpiloten von Sochi vergessen gemacht und im Zweier Olympia Gold gewonnen. Der 27-Jährige aus Oberbrandenburg war mit seinem Anschieber Thorsten Margis in Pyeongchang nach vier Läufen zeitgleich mit dem Gesamtweltcupsieger Justin Kritz aus Kanada. Bronze ging an den Letten Oskar Smelbardis. Vor dem vierten Lauf waren die ersten fünf Teams nur 1300stel Sekunden auseinandergelegen. Gesamtweltcupsieger Justin Kritz aus Kanada hatte 600stel Sekunden Vorsprung vor Franziszko Friedrich. Den Rückstand konnte Friedrich jedoch aufholen und war am Ende exakt zeitgleich mit Kripp. Der Bob mit Franziszko Friedrich und Anschieber Thorsten Margis, die Olympia-Entscheidung im Zweierbob war dramatisch. Quelle, WOM-Deutsche Presseagentur. Vor vier Jahren waren die deutschen Bobpiloten erstmals seit 1964 ohne Olympiamedaille geblieben. Mit Friedrichs Olympiasieg hat Deutschland bereits am 10. von 16 Wettkampftagen die Medaillenanzahl von Sochi, 19, egalisiert. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.